Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Wir haben Mittwoch. Ein kleines Update ist reingekommen. Naja, ein kleines, großes Update. Womit viele nicht gerechnet haben. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem, mit der kleineren Kost des Updates. Wie ihr seht, ich bin hier in Jarlaheim. Denn der Jorvik-Stall ist ein bisschen geupdatet worden. Ich denke mal, es ist nicht viel. Ich habe noch mal kurz schon gelunzt. Denn es kommen wieder neue Pferde. Ich gehe mal davon aus, dass der Rest der Jo naja, die nächsten vier Jorvikschen Urpferde kommen werden. Und man sieht es hier. Ja, hier wurde der Stall vergrößert. Sehr viel, wie gesagt, ist es nicht. Die haben einfach nur den Stall hier rechts geklont und hier neben hingeballert nochmal. Ja. Es muss ja mehr Platz für Pferde. Moment. Du fällst mir ja gerade jetzt erst auf. Was warst du nochmal? Ein Knabbi. Aber von denen habe ich, glaube ich, schon eigentlich. Meine ich hätte dich. Oder hatte ich keinen gekauft? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, die sind ja auch schon eine Weile drin. Gut. Das ist halt nicht das einzig Neue. Ja, vielleicht ist es schon aufgefallen an meiner Stimme. Ich habe ein neues Mikrofon. Ja, es kam gestern pünktlich vorm Update. Hab's witzigerweise am Sonntag bestellt. Nicht über Prime. Ganz normal über Amazon. Kommt doch manchmal ein bisschen schneller, als man erwartet. Also aber nicht wundern, wenn es nicht ganz so. Ja, wenn es noch einige andere Geräusche nebenbei gibt. Ich bin noch nicht so ganz hintergestiegen, wie man das einstellen kann, weil es ist ein recht gutes Mikrofon im Blue Yeti. Hab mir auch einen Arm dazu gekauft. Einen günstigen, keinen großartig teuren. Nee, ist gar nicht mal so verkehrt für den Anfang. Mal sehen, ob später was Besseres folgt. Aber so jetzt, boah, ist ganz okay. Gut, dann wollen wir mal sehen. Überlege, ob ich mich nicht porte. Vielleicht, ach, weißt du was, ich porte, das geht schneller, als wenn ich jetzt zurückfahre mit der Fähre. So, da, da. Ja, das, was jetzt gekommen ist, haben viele nicht erwartet, was kommen wird. Star Stable hat ja vor einiger Zeit angeteasert, dass ein neues Gebiet kommen wird, hinter Nebelfall. Ja, das Mistfallgebiet. Diese großen Wälder und so weiter und so fort. Und tja, einige haben damit gerechnet, dass es dies Jahr nicht kommen wird. Naja, wir hatten recht, aber auch Unrecht, wenn man so sieht, was heute für ein Update gekommen ist. Ich muss mal gucken auf der Karte. Es ist noch nichts angezeigt. Aber was hier ist, wie man hier vorne schon sehen kann, die Yorick Ranger sind hier. Da vorne steht schon ein Transporter. Da brennt ein kleines schönes Lagerfeuer. Ja, wie soll ich sagen? Star Stable erlaubt uns, dieses Gebiet schon im Voraus zu erkunden. Das hat aber auch damit wahrscheinlich zu tun, dass nächsten Monat, also im Dezember, die Serie Mistfall auf ja, Star Stable Kanal auf dem YouTube-Kanal von Star Stable startet. Ich denke mal, das wird damit zu tun haben, dass man schon ein bisschen darauf vorbereitet ist auf die Serie. Und ich denke, dass dann vielleicht noch, dass wir jetzt das Gebiet halt erkunden können für eine Weile. Und ja, sie dann noch ein bisschen was ändern werden, eventuell. So, dann gucken wir mal, was denn der liebe Alonso von uns will, der uns ja schon bei der Strandparty gespoilert hat. Das klingt so wie eine Anwerbung.
Das hatten wir ja schon gespoilert gehabt, bekommen bei der Strandparty. Ohne Pferd würde ich nicht gehen wollen. Ja, das können wir noch nicht sagen. Okay. Also ich habe ja halt schon den Teaser ja auch schon gesehen. Ich weiß aber noch nicht ganz, worauf wir uns einlassen. Also beziehungsweise ich. Ich bin ja echt mal gespannt, was uns erwarten wird. Wie man sieht, wir sind nicht die Einzigen, es sind sehr viele wohl da. Ja, erledigen haben wir nicht. Nee, also erledigen, viel erledigen haben wir nicht. Das Einzige, was halt dieses Jahr Woche kam mit dem Update, war halt der Jorvik-Stall. Ein Konto-Update gibt es. Wenn du jetzt das Passwort änderst, wirst du aus Sicherheitsgründen rausgeschmissen aus dem Spiel. Gut, kenne ich bei anderen Spielen nicht anders da. Ist auch gut so. Ansonsten, ja, sonst nichts. Es ist halt, geht halt hauptsächlich, das Update ist halt diese Erkundungstour durch Wildwoods. Da können wir auch gleich auf den Spoiler für nächste Woche gehen. Da ist wohl, ja, es, da steht, es naht die Chance auf eine fantastische Erkundungstour. Bist du bereit für den Wildwald? Ich denke mal, wir werden jetzt nur einen ersten Teil davon sehen und dann beim nächste Woche eventuell dann den nächsten Teil. Jetzt ist die Frage, schaltet sich das Gebiet dann jetzt dieses Jahr komplett frei? Oder werden wir noch bis nächstes Jahr warten müssen? Das ist jetzt echt die Frage. Ja gut, lassen wir uns erstmal drauf ein, was uns jetzt erwarten wird. Ja, wie ihr seht, ich bin mit Yveltal unterwegs. Ich habe schon mein Halloween-Pferd komplett ausgelevelt, hat auch schon Dorsha jetzt komplett ausgelevelt und bin jetzt mit ihr unterwegs. So, ja, wir sind bereit für den Trip. Okay, wir können die Ranger Station sehen. Also, dass sie jetzt so oft von Feuer sprechen. Und ab die Post. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Mysteriösen Pferdesichtungen. Okay. Oranja! Geil, wir können wieder mit ihr unterwegs sein. Sehr schön. Ja, wir haben ja auch bei der Wahl zur Bürgermeisterin geholfen. Da können wir drauf verzichten. Ist nicht so schlimm. Lieber Natur als gutes Mobilfunk. Oh, dann dackeln wir mal hinter ihm her. Mal sehen, ob er uns was erzählt. Ich spreche so oft auf über Feuer. Ich hab's. Okay, wir starten hier im Donnerstall. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir hinten bei der Ranger-Station starten. Na gut. Ich frage mich, warum die so oft auf Feuer zu sprechen kommen. Das irritiert mich. Könntest auch, danke, ein bisschen schneller reiten. Das ist eine gute Idee. Ja, das hier ist der Eingang zum Nationalpark. Das hier ist. Oh, danke, jetzt habe ich es weggeklickt. Na, okay, dann müssen wir das, muss ich das später nochmal nachlesen. Ihr könnt ja Pause drücken.
Okay, ja, gerne doch. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Anja. Oh, ich wusste es. Auf geht's. Schneller, schneller. Ah, hier. So, und was machen wir jetzt? Oh. Okay, solange das noch so klein ist, das Feuer, ist es kein Thema. Müssen wir nur anklicken? Ah, tatsächlich, wir müssen nur anklicken. Das ist gut. Okay, wir müssen nur nah ranreiten. Kann das möglich sein? Tatsache, wir müssen nur nah ranreiten. Ist hier oben noch eins? Nee. Da oben noch eins? Nee. Dann können wir hier runter. Ja. Sprechen wir mal Feuer im Wald. Man sollte, wenn man im Wald kampiert, grillt, Lagerfeuer macht, wirklich sich vorher informieren über die Trockenheit des Waldes und wie man sicher ein Feuer machen kann. Am besten wäre halt gerade beim Grillen, entweder einen Grill dabei zu haben oder halt eine sichere Feuerstelle zu bauen. Nee, das erwarten wir nicht. Okay. Also es ist wirklich wichtig, wenn man im Wald unterwegs ist, zu achten, dass man nicht unsachgemäß ja, mit Feuer umgeht. Ob jetzt man selber ein Feuer macht, wie gesagt, da sollte man so gucken, dass es schon sicher gemacht ist. Warte mal. Ach nee, doch, das ist ein richtig. Ich bin nur blöd. Wie gesagt, ja, weil ich nach Alonso hinten geguckt habe, das war ich jetzt irritiert. Man sollte, wie gesagt, vorsichtig im Umgang mit Feuer sein im Wald und vor allem Zigaretten. Das angespoilerte Pferd im Teaser. Das ist das Pferd aus der Serie. Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass sie auf Englisch ist. Und halt nicht auf ja, Skandinavisch. Ich glaube, Star Stable. Wo ist Star Stable nochmal? Ja. Wir haben es vorher gelöscht. Oh, Anja kann man nichts. Ja, der kann man nichts verheimlichen. Gefährlich? Wir haben selber schon 4 Stück, also sind die nicht gefährlich. Anja, ich glaube dir auf jeden Fall. Sag jetzt nicht, das war's. Okay. Wir kriegen was. Eine feuerfeste Satteltasche und Sparky der Feuerlöscher.
Ja. Oh. Mh. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Gut, wir haben schon einen Teaser auf das, zumindest auf das Pferdchen aus der Serie erhaschen können. Aber wir haben noch nichts von dem neuen Gebiet gesehen. Okay, das war also der Teaser für das neue Gebiet, was wir jetzt gelesen haben für nächste Woche. Das heißt, wir gehen nächste Woche erst hin, wohl. Ja, sehr faszinierend. Gut. Wir haben also jetzt im Endeffekt noch nichts über das neue Gebiet erfahren. Nein, nicht so wirklich. Wir sind jetzt eigentlich nur, ja, nach Mistfall geritten, was wir ja eigentlich schon kennen, also beziehungsweise Dandal. Ja, es war eine kurze Star-Stable-Folge. Also ich habe jetzt eigentlich wesentlich mehr erwartet. Deswegen war auch das Gebiet hier noch ausgegraut. Ich denke mal, es wird nächste Woche richtig was kommen. Aber zumindest, wie gesagt, haben wir das neue Pferdchen schon gesehen. Dieses aus der Serie. Ich bin ja echt mal gespannt, was kommen wird. Und naja, würde ich sagen, war es ein kurzes Update. Halloween ist weg, übrigens, wie man sieht. H&M-Springen ist auch weg. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Halloween und dem H&M-Springen. Ich hatte es auf jeden Fall, habe dadurch einiges meiner Pferde gut leveln können. Allein schon zum Schluss durch den Kürbis halt. Dafür, dass ich mir EP für die Pferde holen konnte davon. Wow, dann warten wir, würde ich sagen, jetzt auf nächste Woche, was denn auf uns zukommen wird. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Die Woche wird wahrscheinlich weiter in Genshin Impact kommen. Ich habe eine Menge Folgen im Voraus aufgenommen. Ich glaube, 17 waren es noch. Das heißt, es wird auch eine Weile da nichts mit dem neuen Mikrofon kommen. Ich werde jetzt weiterhin noch mit dem neuen Mikrofon mich ein bisschen auseinandersetzen, notfalls meine, ja, Mitspieler aus Discord mal ein bisschen austauschen, was denn die beste Einstellung ist. Ich habe noch nicht so ganz, wie gesagt, gecheckt, wie das Ding so ganz funktioniert. Es ist sehr empfindlich noch. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Mal, nächste Woche, wenn es dann hoffentlich wirklich in das neue Gebiet geht, zum Erkunden. Selbst wenn es nur für kurze Zeit ist, kein Thema. Aber es wäre schon mal zumindest etwas. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.